Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge The Curse of Monkey Island. Ich habe mir nach der letzten Folge einen kleinen Tipp geholt. Und zwar, wenn man in das Rezeptbuch guckt. Untersuchen. Hatten wir doch das hier. Warte mal, hier. Ein Ei, Pfeffer und Haar des Hundes, der dich gebissen hat. Wir haben Eiweiß, wir haben Pfeffer. Jetzt fehlt nur noch der Haar des Hundes, das uns gebissen hat, für den Rübefreidrink. Das heißt, wir müssen den Kutterköder ein bisschen nerven. Vielleicht auch hauen. Aber wie können wir denn hauen? Ich habe nichts zum Hauen. Achso, drücken. Nun, das ist nicht sehr nett, kleiner Junge. Nochmal. Komm schon, hör auf, deinen Kumpel Kutterköter zu schlagen. Nee. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Auf geht's, mitten in die Eier. Hör besser auf damit. Nein. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Ja, ich mach weiter. Alles klar, das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. Au, er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Nein, niemals. Okay, und jetzt holen wir uns wieder unseren Eiweiß. Eiweiß-Shake. Ich nehme dieses alte Schneehörnchen. Danke. Okay. Ich möchte ein einfaches Schneehörnchen, bitte. Okay, Junge. Junge. Tschüss dann. Tschüss. Dann klatschen wir das Meringe-Gebäck drauf. Das sieht lecker aus. Pfeffer. Pfefferte Güte. Hundehaar. Und futtern das. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand. Yay. Part 6. Guybrush kicks butt once again. Guybrush kickt Ashe mal wieder. Ja, so ähnlich. Zu spät zum Aussteigen. Nein. Wo sind sie? Das kennen wir doch. Dynamo Earth Electric Rapscallion. Es ist Rapscallion, der vergessliche Gastwirt der Würstchenbude. Nein. Nein. Ich muss mich ja mal ein bisschen umgucken hier. Ein Rumpfass. Es ist ein ziemlich großes Rumpfass. Okay, das haben wir schon mal eingepackt. Rum Rogers, Captain Marley, Diorama. Okay. Ich habe den Wagen verpasst. Glaub, das ist jetzt erstmal egal. Es ist ein ziemlich großes Rumpfass. Wir warten jetzt auf Lechak. Elaine? Anna, Treefoot, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Autsch! Au! Okay, so. So funktioniert's also. Diorama, Quell der Wolli, Laterne. Es ist eine rustikale Laterne. Flasche mit Öl, eingepackt. Es ist eine Flasche mit brennendem Lampenöl. Ah, es ist verdammt heiß. Ich will hier doch weg. Du schon wieder. Du bist ja mit einer Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Sie wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Friss den Flammentod, Threepwood! Ah, okay, wir müssen also wieder einen Grog
machen. Autsch! Und wir haben zumindest schon mal rum. Au! Zu spät zum Aussteigen. Ich fahr noch eins weiter. Diorama, Affe-Elektrik. Ein gefallenes Seil. Das hätte ich gern. Schlüssel, Dinger. Wir fahren mit dem nächsten gleich weiter. Das haben wir. Hey, das ist ja der echte Wolli. Nee. Kann ich das irgendwie... Besser nicht. Ich hätte das jetzt gerne... Kann ich das so mitnehmen? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ah. Zu spät. Jetzt kommt der Check wieder. Verpasst. Ah, bitte nicht. Nee, okay. Jetzt aber. Weg hier. Und dann gehen wir hier raus. Hier, was machen wir hier? Ah, wir können nach oben. Ach ja, jetzt erinnere ich mich hier wieder. Wir sind ja schon am Ende des Games. Krass. Das ging immer schnell. Hallo, Affe. Es ist der enorme Dynamo-Aff-Elektrik-Arm des riesigen Dynamo-Aff-Elektrik-Schneeaffen. Kann ich da zufällig den Rum reinstecken? Ja. Nummer 1, dann vielleicht das Seil daran befestigen. Es ist eines dieser unbrennbaren Dynamo-Aff-Elektrik-Seile. Das wäre eine lausige Zündschnur. Wie Öl und Wasser. Ja, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Cool. Mhm. Und jetzt müssen wir nur noch das Feuer anmachen. Dafür müssen wir aber erstmal nach unten. Und... Ah ja, okay, wir brauchen LeChuck fürs Feuer. Er hat ja das Feuer. Ob das klappt? Es ist ein Stück Seil, das in Öl getränkt wurde. Na, LeChuck, komm doch mal. Ah, jetzt kommt er. Nein, es ist LeChuck. Hi, Threepwood. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Ich gehe nach oben. Verdammt. Autsch! Au! Brauche ich noch eine längere Zündschnur? Zu spät zum Aussteigen. Vielleicht brauche ich das ganze Seil. Ich kann mich ja nicht einfach hinter dem Affen verstecken, oder doch? Ich guck mal, ob ich das Seil mitnehmen kann. Ansonsten verstecke ich mich mal hinter dem Affen. Hätte ich jetzt auch noch gerne. Ich komme da oben nicht. Kommt da nicht ran. Aber so vielleicht. Ich kann den Skelettarm. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Nope. Dann verstecke ich mich mal hinter dem Affen. Irgendwie. Weil Feuer haben wir ja keins mehr. Und das Öl anzünden wird auch nicht funktionieren. Oder vielleicht doch. So, noch ein Stück. Und ich gehe einfach mal nach oben. Ich bleibe hier einfach mal stehen und schau mal, was passiert. Weil Feuer können wir keins machen. Wir haben nämlich keins. Nein, das wäre zwecklos. Das einzige Feuer, das wir machen könnten, ist, wenn LeChuck kommt.
Also wenn er jetzt kommt und wir laufen nach unten, dann muss ich die Flasche mit Öl anmachen. Dass sie wieder brennt. Es kann sich nur um Stunden handeln. Bis er dann doch vielleicht mal auftaucht. Ich habe so das Gefühl, er kommt nicht. Gefühl ist gut. Okay, wir gehen nach unten und dann müssen wir mal schauen, wenn LeChuck kommt, dass wir das Öl anmachen. Dann können wir vielleicht in der nächsten Runde das Ding hier anzünden, wenn er dann da ist. So, jetzt brauchen wir nur noch ihn. Chuck ist wieder da. Ich werde dich durch diese Achterbahn verfolgen, bis du mein untoter Sklave bist, Streetwood. Oh oh. Autsch! Nee, das hat auch nicht ganz funktioniert. Ja, was machen wir dann? Das ist eine gute Frage. Ich überlege mal. Wir waren ja eigentlich schon überall draußen. Wir müssten eigentlich ein Feuer ankriegen, aber wir sehen jetzt hier auch ja keins. Er pustet doch am Ende das Feuer. Warte mal, ich steige jetzt nochmal aus. Also wenn wir dann im Schnee sind, steige ich nochmal aus, weil hier haben wir alles gemacht, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Es muss irgendwas sein, was wir noch im Inventar haben. Und viel kann es ja nicht mehr sein. Also wir wollen ja, dass er das Feuer hier anpustet. Und dadurch, dass er ja am Ende was schmeißt, mit Helium kriegen wir nicht dazu, mit Zauberstab wahrscheinlich auch nicht. Das Einzige, was wir hätten, wäre Pfeffer. Mit Pfeffer, wenn man, muss man niesen. Und vielleicht funktioniert's ja. Hier, friss Pfeffer! Uh-oh. Endlich sind sie ein Paar. Just married. Lauf, Sterblicher! Aber vergiss nicht deinen Erzrache, Gott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren! Das Ende. Das ist so unfair.
das war The Curse of Monkey Island. Wir sind mit knapp 20 Folgen, nee, sogar ein bisschen mehr müsste das sein, wenn ich mich nicht verzählt habe gerade. Sind wir durch? Sehr schön. Ich mag das Spiel echt, das ist echt cool. Irgendwie schade, dass ich es früher nicht so oft gespielt habe, im Gegensatz zu den ersten und zweiten Teilen. Es hat es eigentlich voll verdient, dass man es öfter spielt. Ist eigentlich echt cool gemacht. Die Rätsel sind noch nicht so einfach und es ist ein bisschen was anderes. Und mir hat es auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch. Nach diesem Spiel, also morgen, fangen wir dann mit Teil 4 an. Wenn ich es zum Laufen bekomme, ansonsten ist erstmal ein Tag oder so nix. Und dann muss ich mal gucken, was ich in der Zwischenzeit mache. Ja, ich weiß auch, dass ich momentan nur ein Video jeden Tag hochlade. Das liegt daran, ich weiß momentan nicht, was ich aufnehmen soll. Ich habe so viel und das ist das Problem. Und irgendwie kann ich mich bei dem Wetter nicht wirklich dazu aufraffen, was aufzunehmen. Denn in meiner Bude, wenn es mal draußen 25, 26 Grad hat, heizt sich hier alles auf. Ich habe eine Dachwohnung und ja, ich kriege die Hitze irgendwie nicht mehr raus. Obwohl meine Fenster alles zu sind und eigentlich ist es neu renoviert und ja, irgendwas klappt hier nicht. Entweder ich stelle mich ein bisschen blöd an. Aber das liegt vielleicht auch daran, weil wir ein Fenster haben, bei dem wir nichts zumachen können. Das ist so ein Sicherheitsfenster und da knallt halt die Sonne echt übelst rein und wahrscheinlich heizt sich deswegen die Wohnung so extrem auf. Und wenn man da natürlich noch irgendwie einen PC am Laufen hat und da irgendwie so ein grafikansprechendes Spiel spielt, ja, dann heizt der PC ja auch nochmal übelst mit auf. Oder die Konsole oder irgendwas anderes. Aber egal. Ja, wir gucken mal, dass wir Monkey Island 4 noch zum Laufen bekommen. Das ist, wie schon gesagt, morgen dann oder nicht. Ich hoffe mal, dass ich es hinkriege. Ich kümmere mich jetzt gleich nach dieser Folge drum. Und ja, schreib mir doch mal bitte in die Kommentare, wie findest du Monkey Island 3? Hat es dir auch genauso viel Spaß gemacht wie mir? Ich habe manchmal echt Hänger gehabt. Vielleicht hat man das gemerkt, dass ich hin und wieder mal in die Lösung geguckt habe. An den Stellen, wo ich wirklich lange gehangen war in einer Folge, habe ich schnell irgendwie versucht, den Spielfluss aufrechtzuerhalten, wo ich mal kurz nochmal in die Komplettlösung geguckt habe. Ja, das ist zwar eigentlich bitter, aber ich habe keine Lust, dich dann mit 4 Folgen und dem gleichen Rätsel aufzuhalten. Denn ich habe nicht ewig Lust, ein Spiel zu spielen, wenn es eigentlich unnötig ist und du hast nicht Lust, 4 Tage hintereinander darauf zu warten, dass ich einen Rätsel löse. Das ist meine Überzeugung, deswegen mache ich sowas. Und ja, ich werde das auch weiter so handhaben. Denn es bringt einfach nichts, wenn ich 4 Tage lang oder 5 Tage lang am gleichen Rätsel sitze. Oh ja, wir sind jetzt hier auch wirklich am Ende angekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das ein bisschen schneller durchlaufen lassen kann. Nee. Ich bin mir auch nicht sicher, ob nach den Credits noch was kommt. Aber wenn da schon steht, besonderer Dank, dann müssten wir eigentlich schon fast durch sein. Dann lassen wir das jetzt auch nochmal durchlaufen. Komplett. Es sind doch einige, die hier dabei waren. Und ja, jetzt müsste es gleich vorbei sein. Der Jahrmarkt ist toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt.